Hallo und herzlich willkommen, ihr Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zur NHL 21, zu der Season mit den Innsbrucker Haien. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem 5:1-Sieg am letzten Spieltag zu Hause gegen den KAC versuchen wir heute auswärts unser Glück gegen den AV 19. Ich hoffe, es wird mir heute auch gelingen. Mal wieder auswärts spielen. Ist ja auch nicht schlecht. Dezember, vier Tage vor Weihnachten. So, auf geht's. Auswärtsbully haben wir verloren. Oh, da war fast das erste Tor. Kämen wir vom AV 19. Druck, Druck, Jungs, Druck, Jungs. Jawohl, jawohl, jawohl. Scott hat das gut gemacht. Da macht AV 19 den ersten, das 1:0 zu Hause von heimlichem Publikum. Aber hier machen wir auch gleich die Antwort mit dem Ausgleichstreffer vom Sascha. Sechstes Tor in dieser Season und es steht 1:1 für die Innsbrucker auswärts. Schön, zimmer da das Tor da rein. Das wäre vielleicht das nächste gewesen. Oh. Und da haben wir schon von unserer Nummer 16 das 2:1 vom Maxe. Vom Gerlach. Schott. So.
Auf geht's, Innsbruck. Komm schon, komm schon. Ein Absicherungstor wäre jetzt gewaltig. Aber nein. Aber nein, der gegnerische Goalie sagt nein. So, auf geht's. Ich hab keinen Ausgleich herlassen, noch vor dem Ende des Drittel. Ich muss aufhören, das zu verschreien. Aber macht das Spiel macht gerade interessanter jetzt mit 2:2. Zweites Drittel. Es ist alles nur drin für beide Mannschaften. Es gibt's ja nicht. So, jetzt hat sind die Jungs schon in Vorweihnachtsstimmung. Außer hat's ein bisschen zu viel Glühwein getrunken. So da. Das ist meiner. Gute Schussmöglichkeit, aber der falsche Kamerade. Ah, was kann tippen her. Aber beim zweiten Mal nicht. AV19 geht mit 3:2 in Führung zu Hause. Das macht jetzt das Spiel interessant. Das genau deswegen spielen wir auf Stufe 3. Und dann macht unser Nummer 88 den Ausgleichstreffer, der Mia. Zijak. Auf die Zijak.
Mein Gott, dass man es richtig so ausspricht. Ah, der Mia halt. Zack, und er zieht mir den rein zum 3 zu 3. Das Live ist Last minute of play in the second period. Have it, have it. Ooh. So, letztes entscheidendes Drittel. Jetzt hat auf geht's, Innsbruck kämpfen, siegen. Krop. Auch nicht. 14,56. Jetzt geht er vorne in Führung. Er geht in Führung. Aber es macht nichts. Wir werden den Ausgleich erzwingen. Wir werden den Ausgleich erzwingen. Wir hoppen, wir hoppen, wir hoppen, wir hoppen. I sing. Vielleicht hat Wien überholt in der Tabelle. Das heißt, wenn es so weitergeht, werden wir einen starken Finalgegner haben. Einen starken Playoff-Gegner haben. So. Sechs, 55 gehen. Wir müssen schauen, dass wir den Ausgleich erzwingen und dass wir den AV 19 in die Overtime erzwingen.
Tor nur bis zum Hattrick braucht der Hund, ja. Ah, super Spiel bis jetzt, ah, super Spiel. Jetzt liegt alles am Crop. Jetzt liegt alles am Crop. Jawohl! Ausgleichstreffer von unserer Nummer. Irgendwas mit der 9. Vom Herbert. Vom Herbert! Der Mann mit dem Last-Minute-Tor. Zum Ausgleich. Das gibt's ja nicht, aber geil gemacht vom AV19, richtig gestanden und zimmert kurz vor dem Schluss nur das 5:4 gegen Innsbruck rein, dass sie sich die Punkte da holen. Ich habe mir gedacht, ich ziehe das durch bis in die Overtime, dann, falls dass wir verlieren, dann kriegen die Gegner nicht so viele Punkte. Aber das ist ja richtig geil. Das ist ja richtig geil gemacht vom AV19. Ah, heiße Partie hier auf dem Eis. Super gemacht vom AV19. Genial, genial. Den Sieg haben sie die Jungs verdient. Wir haben leider verloren, aber trotzdem. Mein hohen Respekt an die KI. Und verdiente Punkte für AV19. Also das ist ja wirklich... genial. Schauen wir mal. One Star haben wir mal die One. Das ist halt Eishockey. Den zweiten Star haben sie auch. Und den dritten haben sie auch. Okay. Sei es einer vergönnt, sei es einer vergönnt. Ein super Spiel. Wird die Tabelle interessanter? Dann simulieren wir mal Fürche. Das letzte Spiel vom Heiligen Abend haben wir dann beim nächsten Spieltag. Am 22. Dezember gegen den Tabellenletzten. Okay. Schauen wir mal uns generell die Tabelle an. Und die Tabelle sagt uns: Innsbruck ist mit 54 Punkten an Platz Nummer 1, gefolgt vom VSV mit 46 Punkten, auch Punkte dahinter.
was waren das, 3 Punkte pro Sieg. Das heißt, 8 Punkte Unterschied. Wir sollten mindestens die nächsten 3 Spiele gewinnen und wir verlieren. Das wäre ja auch nicht zulassen. Wird uns der VSV im Windschatten ein bisschen begegnen. Verfolgen, so würde ich sagen. Danach kommen die Wiener. Dann kommt Bratislava auf der 4. Dann auf der 5 kommen die Bozner. Dann auf der 6 die Dornbirner. Auf der 7 Kimp. Der AV19. Dann Red Bull auf der 8. Dann der KAC auf der 9. Die Black Wings auf der 10. Und Graz auf der 11. Das war's, meine lieben Sportsfreunde, für die Folge. Für die Folge, sage ich, für den Spieltag. Ich hoffe, er hat den Kaffee gefallen. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Natürlich auch, wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocken aktivieren, so dass, wenn es hier auf meinem Kanal mit Innsbrucker Haien weitergeht, nichts mehr Neues versäumt wird. Und dann wünsche ich Ihnen bis zum nächsten Spieltag noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus!